Fische und der Klimawandel. Sind Fische denn keine Tiere? Wie können wir Fischen helfen? Und wie wirkt sich Corona eigentlich auf die Leben unter Wasser aus? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Frage- und Antwort-Video zum Welttag für das Ende der Fischerei. Ihr habt uns eure Fragen gestellt, die wir heute für euch beantworten wollen. Und auch ein paar wertvolle Hinweise, die wir an dieser Stelle sehr gern mit euch teilen. Vielen Dank dafür und los geht's. Vom Ende des Kapitalismus hat gefragt, Fischleben sind vermutlich von der Klimakrise extrem betroffen? Ja, sie sind extrem betroffen und wahrscheinlich auch mehr, als ihr jetzt erstmal so vermuten mögt. Die Veränderungen durch die Klimakrise sind auch in Deutschland schon in den Flüssen und Seen hierzulande deutlich wahrzunehmen. Die Sommer werden immer wärmer, auch hier in Deutschland. Und das führt dazu, dass auch die Wassertemperatur immer wärmer wird und dadurch tatsächlich massenweise Fische sterben. Das liegt daran, dass durch eine höhere Wassertemperatur gleichzeitig weniger Sauerstoff im Wasser ist. Und diesen Sauerstoff brauchen die Lebewesen unter Wasser, aber genauso wie auch wir Sauerstoff zum Leben benötigen. Wenn dann also weniger Sauerstoff im Wasser vorhanden ist, kann das zum Beispiel zu einer veränderten Zusammensetzung des Planktons führen. Und das wiederum kann die Nahrungskette so nachhaltig stören, dass Millionen Fische und Vögel dadurch sterben. Aber natürlich nicht nur in Deutschlands Flüssen und Seen haben wir die Auswirkungen, sondern natürlich ganz klar auch in den Weltmeeren. Also zum Beispiel die Schildkröte. Die Schildkröte muss mittlerweile doppelt so weit schwimmen, um Nahrung zu finden. Und es wird vermutet, dass sie dadurch deutlich weniger Energie zur Verfügung hat, die sie eigentlich zur Fortpflanzung benötigen würde. Denn in den 90er Jahren hat die Schildkröte noch über 100 Mal so viele Eier gelegt, wie sie es heutzutage tut. Wir nehmen also schon jetzt große Auswirkungen auch in den Meeren und Flüssen durch den Klimawandel wahr. Das Fatale ist aber eigentlich, dass die Temperatur, die globale Erwärmung ja in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen wird. Und schon jetzt nehmen wir immer häufiger enorme Waldbrände wahr. Die werden in den nächsten Jahren zunehmen und parallel dazu sind auch Hitzewellen unter Wasser zu beobachten, die ähnlich zerstörerisch wirken und riesige Areale von Vegetation auslöschen. Es ist dann also so, dass wir zwar hier an Land die globale Erwärmung wahrnehmen, aber tatsächlich 90% davon die Ozeane betrifft. Ja, 90%, wow, was für eine Zahl. Kann man sich erstmal gar nicht so vorstellen, warum das jetzt so ist. Ist auch nicht ganz so einfach zu erklären. Wen das aber interessiert, für den haben wir hier unter dem Video in der Beschreibung einen Artikel verlinkt, in dem das Ganze nochmal ein bisschen erklärt wird und in dem auf eine Studie eingegangen wird, die genau zu dieser Aussage kommt. Aber hat auch das massive Fangen von Fischen Auswirkungen auf das Klima? Etwas längerfristig betrachtet ist das definitiv so. Die Ozeane binden enorme Mengen an CO2. Man spricht von ca. 40% der seit der Industrialisierung entstandenen CO2-Emissionen. Einen wesentlichen Anteil daran haben Fische, Quallen, Tintenfische und Krebstiere, wenn sie nachts an der Oberfläche nach Nahrung suchen und tagsüber in den Tiefen des Meeres ausscheiden. Ohne diese Umverteilung von CO2 hätten wir ca. 50% mehr davon in der Atmosphäre, womit die Erde für uns unbewohnbar wäre. Also ja, wir sind genau auf diese lebendige und artenreiche Meereswelt angewiesen, die wir gerade mit
Schleppnetzfischerei und Co. zerstören. Juriani oder Juriane, auf jeden Fall Juriane mit 4e, möchte wissen, welche Meeresbewohner gelten als besonders bedroht? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. In den Medien wird vor allem von den Tieren gesprochen, die besonders beliebt und besonders bekannt sind. Das sind vor allem Schildkröte und Wale. Insgesamt ist es aber so, dass grundlegend größere Tiere schon immer gefährdeter waren als kleinere Tiere. Das sind dann aber eben nicht nur Wale, sondern auch Thunfische, Kabeljaus und Sägefische, die ganz klar vom Aussterben bedroht sind. Und auch Arten, die besonders lange leben und sich dadurch meistens weniger reproduzieren, sind vom Aussterben bedroht. Das betrifft einige Haiarten, aber auch die Islandmuschel, die mehrere hundert Jahre alt werden können. Und auch in der Tiefsee sind die Probleme ähnlich. Da haben die Arten grundlegend weniger Individuen. Und da auch hier die Fischerei leider immer mehr vordringt, sind auch dort viele Arten vom Aussterben bedroht. Dann gibt es noch die Koralle. Die Koralle kann mehrere tausend Jahre alt werden und zählt damit zu den langlebigsten Tieren überhaupt, zumindest die wir bis heute kennen. Und die nächsten Jahre werden aber darüber entscheiden, ob es in Zukunft überhaupt noch Korallen geben wird. Sehr entscheidend ist dabei die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels hinsichtlich der globalen Erwärmung. Aber selbst wenn diese 1,5 Grad eingehalten werden, wenn die nicht überschritten werden, dann werden trotzdem die meisten Korallen sterben. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, gibt es viele Arten, die wir noch gar nicht kennen. Und auch die vernichten wir bereits jetzt. Fernab von diesen bedrohten Arten, also wenn wir mal nicht in Arten denken, sondern in Individuen, ein kleines Experiment also, weil wir das gar nicht so gewohnt sind, aber wenn wir tatsächlich mal in Individuen denken, dann sind doch die bedrohtesten Leben unter Wasser diejenigen, die tagtäglich auf dem Teller verlangt werden, beziehungsweise die, die aufgrund dieses enormen Fischfangs als Beifang mit im Netz landen und dann entweder bereits tot oder aber meist schwer verletzt zurück ins Meer geworfen werden und dann an ihren Verletzungen erliegen. Wie kann man diesen Tieren helfen? Wenn wir helfen wollen, müssen wir uns zunächst anschauen, was es genau ist, was die Fische bedroht. Das sind zum einen die Fischerei, aber auch zum erheblichen Teil der Klimawandel, worauf wir zuvor schon eingegangen sind. Zusätzlich werden die Meereslebewesen durch Verschmutzung und Vermüllung bedroht. Daraus ergibt sich, wie wir helfen können. Zuerst können wir aufhören, sie zu essen. Außerdem können wir Plastik vermeiden und Müll sammeln. Aber auch die Vermeidung von Autofahrten hilft, da ein erheblicher Teil des Kunststoffmülls in den Ozeanen vom Reifenabrieb stammt. Wir können biologisch angebaute pflanzliche Nahrungsmittel wählen und so die Belastung der Gewässer mit Düngemittel und Abwässern aus der Landwirtschaft reduzieren. Ein großes Problem stellt Mikroplastik für das Leben im Meer dar, weshalb wir Kleidung auf Pflanzenbasis immer denen auf synthetischer Basis vorziehen sollten, da diese Mikroplastik bei jedem Waschgang, aber auch schon beim Tragen freisetzt. Wer noch mehr tun möchte, kann sich bei Organisationen beteiligen, die illegalen Fischfang oder Geisternetze bekämpfen. Teilweise kann man hier schon nach einer kurzen Schulung in Häfen oder auf dem Meer aktiv werden
und sei es auch nur kurz, für einen spannenden und lebensrettenden Urlaub. Wichtig ist, vor allem auch bei unseren Mitmenschen, ein Bewusstsein für die Massenvernichtung empfindsamer Lebewesen zu schaffen, die Tag für Tag unter Wasser stattfindet. Thematisiert Fische, betreibt Aufklärung und startet öffentlichkeitswirksame Aktionen. Werdet Teil der Kampagne Ein neuer Blick auf Fische. Annette V. Rudert fragt, warum meinen so viele Menschen, Fische sind keine Tiere? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir können leider nur Vermutungen anstellen. Wir können in die Menschen nicht reinschauen. Wir wissen nicht, was sie wirklich zu einer solchen Aussage bewegt. Was wir aber wahrnehmen können, ist, dass es vielen Menschen unglaublich schwer fällt, Gemeinsamkeiten zwischen sich und Fischen zu finden. Ähnliches ist zu sagen über Tiere, die ihnen ähnlich sind, wie Katzen und Hunde und Fische. Auch da fällt es ihnen sehr schwer, Gemeinsamkeiten in diesen Tieren zu erkennen. Bezüglich des Schmerzempfindens verweisen wir sehr gerne auf den Angelhaken, der sich im Gesicht genau dort hineinbohrt, wo sehr viele sehr empfindliche Schmerzrezeptoren sitzen. Und da wurde uns schon entgegnet, dass Fische ja gar kein Gesicht hätten. Okay, ja. Wenn man den Menschen als Maßstab nehmen möchte, dann fällt natürlich auf, Fische haben keine Nase. Fische haben auch keine zwei Augen, die nach vorne gerichtet sind. Sie können uns nicht aus beiden Augen gleichzeitig anschauen. Ob das jetzt unbedingt ausreicht, um zu sagen, Fische hätten kein Gesicht, die Frage könnt ihr euch ja mal selbst beantworten. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es dadurch vielen Menschen schwerfällt, sich in den Fischen wiederzuerkennen. Ein ähnliches, beziehungsweise das gleiche Phänomen haben wir auch bei Hühnern. Ja, hinzu kommt, dass Fische nicht auf akustische Weise mit uns kommunizieren können. Das heißt, wenn sie Leid oder Schmerz empfinden, dann äußern sie das nicht durch Schreie, wie es die meisten anderen Tiere tun würden, die wir eben so kennen. Und dadurch passiert es sehr schnell, dass viele Menschen Fische unterschätzen und ihnen Fähigkeiten aberkennen. Tatsächlich ist es aber so, Fische können teilweise ihre Augen unabhängig voneinander bewegen, was eine enorm anspruchsvolle Verarbeitung im Gehirn erfordert. Und sie erzeugen auch Geräusche auf ihre ganz eigene Art und Weise, die gleichzeitig deutlich vielfältiger ist als ja, die Geräuscherzeugung, die wir von sonstigen Wirbeltieren bisher so kennen. Ansonsten lässt sich über die Beziehung zum Menschen sagen, dass Fische da eine sehr seltsame Sonderrolle einnehmen. Sie werden sowohl als Nahrungsmittel als auch als Haustier missbraucht. Sowas kennen wir auch von Kaninchen. Allerdings würden es die meisten Menschen doch sehr makaber finden, wenn sie in einem Restaurant sind, dort Kaninchenfleisch bestellen und es gleichzeitig einen Streichelzoo in dem Restaurant gibt, in dem man eben lebendige Kaninchen streicheln kann. Bei Fischen scheint das deutlich weniger makaber zu sein. Da gibt es irgendwie nicht diesen Widerspruch für viele Menschen. In Fischrestaurants ja, bekommt man einen toten Fisch auf dem Teller serviert und häufig sieht man in Aquarien dann noch kleine bunte Fische, die man sich anschauen kann. Und genau diesen Widerspruch erkennen manche Kinder und hören deswegen dann auf, Fisch zu essen, obwohl sie weiterhin Schweine und Hühner essen. Das ist sehr spannend. Wenn erwachsene Menschen sich entscheiden, ich möchte keine Tiere mehr essen, dann fangen sie meistens bei den Säugetieren an und sagen dann, ich bin Vegetarier, ich bin Vegetarierin, esse aber noch Fische. Also streng genommen
PesketarierInnen. Ja, tatsächlich wäre aber die Abkehr von Fischfleisch der erste logischere Schritt. Allein schon, weil 10-mal so viele Fische für den menschlichen Konsum sterben müssen wie andere Tiere. Und auch in der Tierrechtsbewegung werden Fische oftmals vergessen. Und da liegt es wirklich an uns, dass wir sagen, wir holen die Fische an vorderste Front, wenn wir um Tierrechte kämpfen. Denn Fische sind Tiere. Und auch wenn die Statistiken immer nur von Tonnen von Fleisch reden, Fische sind fühlende, intelligente Individuen. Und jedes von ihnen hat ein Recht auf Leben. Und jedes Leben ist gleichermaßen wertvoll und wichtig. Wie wirkt sich eigentlich die weltweite Corona-Gefahr auf Fische und andere Meerestiere aus? Mal davon abgesehen, dass wir Demonstrationen absagen mussten und stattdessen dieses Video machen, zu dem Thema haben wir einen Hinweis von Mary Finelli bekommen. Für die, die sie nicht kennen, sie ist die Vorsitzende von FishFeel, einer internationalen Organisation, die sich für die Anerkennung von Fischen als empfindungsfähige Lebewesen einsetzt, die Respekt und Mitgefühl verdienen. Und demnach muss man sagen, bei allen schlechten Nachrichten, hier gibt es gute. Viel Fischfleisch wird exportiert. Die Tierarten, die von den Fangflotten eines Landes gefangen werden, sind nicht unbedingt die, deren Fleisch von der lokalen Bevölkerung auch nachgefragt und gekauft wird. Einschränkungen im globalen Handel und geschlossene Restaurants führen offenbar dazu, dass bei anhaltenden Einschränkungen weniger Fangschiffe auslaufen werden. Aber auch die Nachfrage von Verbraucherseite ist aktuell eine andere. Haltbare Lebensmittel sind plötzlich gefragt. Auch sogenannte Aquakulturen, also Anlagen der Fischzucht, sind betroffen. Hier soll nach unserer Kenntnis ein Teil der Fische ins Meer freigelassen werden, wenn absehbar ist, dass sie sich nicht verkaufen lassen. Wir hoffen an dieser Stelle einfach mal, dass das unter für die lokalen Ökosysteme unproblematischen Bedingungen möglich ist und werten das als eine dringend nötige, wirklich gute Nachricht. Fischerei und Fischzucht haben keine Zukunft. Und das dürfen Sie gern lieber heute als morgen einsehen. Ja, von unserer Seite aus war es das für heute. Aber was ist denn eigentlich eure Botschaft zum Welttag für das Ende der Fischerei? Verbreitet sie doch in den sozialen Medien. Ob als Bild, Text, Song, Video. Ja, und verbreitet natürlich sehr gern auch einfach dieses Video hier, wenn ihr denkt, da war doch die eine oder andere wertvolle Information dabei, die auch andere hören sollten. Und wenn euch jetzt beim Zuschauen noch weitere Fragen gekommen sind, stellt sie sehr, sehr gerne unter das Video in die Kommentare. Wir werden das auf jeden Fall lesen und vielleicht gibt es ja auch noch ein zweites Video. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv. Und vielen Dank fürs Zuschauen.